Ich muss aus dieser Todesfalle raus und Calder finden. Ich brauche diese Festplatte. Richtig, ihr habt's gehört. Wir brauchen diese Festplatte und herzlich willkommen zurück bei Dead Rising 4. So, was liegt da? Eine Feueraxt. Kein Maschinengewehr? Doch. Meine ich doch. Da liegt doch noch etwas. Ei. Ernsthaft? Muss ich das Arschloch jetzt echt retten? Liegen hier keine Handgranaten irgendwo? Doch. Ei. Nice. Heute ist mein Glückstag. Heute ist mein Glückstag. Nee, wow. Da hat er mich fast bekommen, Alter. Hier, komm. Bitte, bitte stirbt alle, so schnell es geht. Oh, sicher? Mann, wie bist du überhaupt da oben raufgekommen? Mann, jetzt lass mich in Ruhe, Alter, und geh in Ruhe sterben. Ja, komm. Auch noch einer. Mann, wo kommen die denn alle her? Oh, fuck. Das war ein bisschen, ja, naja. Grenzwertig. Kann, bitte, bitte. Ich weiß gar nicht, was ich hier mit diesen Sprühdosen machen soll. Also irgendwie. Na los, komm. Warte mal, was mir gerade einfällt. Ich müsste mal gucken, habe ich davon noch etwas? Ah, Fähigkeitspunkte. Standhaftigkeit. Hier, komm, da geht eine Sache hoch. Zack. Nice. Nee, komm, so nicht mal freien. Ach, falsche Richtung. Richtig, es bleibt keine Zeit. Und was machen wir hier? Kämpfen natürlich. Oh, hier, der muss sterben. Oh Gott, es tut mir so leid. Was tut dir leid? Ah, hör auf zu schreien. Verdammt, mein Schwert ist gleich kaputt. Alter, es nimmt kein Ende. Haben wir hier noch irgendetwas Spezielles drin? Danke, Mann. Ich habe auch niemandem was getan. Ja, schon klar. Okay, Energie einmal kurz. Können wir hier einmal Bier nehmen? Maschinenpistole, Bier können wir nochmal mitnehmen. Nochmal Bier mitnehmen. Die Leuchtpistole können wir mitnehmen. Kann man ja immer gut gebrauchen. Was? Gott, alles in Ordnung? Oh, die tauen irgendwann auf. Das ist schon mal safe. So, war's das? Okay, das war's anscheinend. Ich habe ihn befreit. So, aber jetzt müssen wir mit einem Fahrzeug. Wo müssen wir hin? Okay, warte. Da müssen wir aus der Basis hinkommen. Okay, das kriegen wir hin. Sollte ja kein Problem sein. Das ist ja easy. Oh, schon wieder so ein Arschloch, ey. Was? Nee, komm. Mann, warum ist das Arschloch denn so stark? Was, du lebst immer noch? Ah, okay, jetzt ist er einigermaßen tot. Einigermaßen. Ja. So. Oh, hallo. Hallo, my friend. Oh, da bist du platt. Und nochmal platt. Alter, komm, der wäre hinüber gewesen. Wie in der Militärarzt. Sie soll mir eine Waffe geben. Oh, ich glaube, das hat wehgetan. Der hat keine Zähne mehr. Frank, können Sie mich hören? Ja. Hammond, was gibt? Sind hier Eisenkette? Am Bunker. Schaffe es nicht. Achso, ja, dann denke ich mal, werde ich vorbeikommen und dich retten. So, wo müssen wir hin? So, die Karte ist hier. So, wir müssen. Okay, wird noch nicht angezeigt. Hm. Fahren erstmal hier lang. Ah, jetzt. Da. Das heißt, wir müssen eigentlich nur die Hauptstraße folgen und dann passt das schon. Das ist ja easy. Naja, dann würde ich sagen, es wird ja wieder ein langer Weg. Dann werde ich hier erstmal mehrere Zombies wieder töten. Versuchen den Weg hier ordentlich entlang zu fahren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Da hast du recht, Frank. Da hast du recht. So, gleich geschafft, Leute. Nur noch ein paar Zombies töten und dann haben wir es geschafft. So, rechts auf der Karte, den Überlebenden, den lassen wir jetzt einfach mal
beiseite. Muss jetzt nicht unbedingt sein. So. So, mal gucken, was uns gleich erwarten wird. Oh. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hört sich an. Ich muss weiter nach oben. Ich brauche Überblick. Ja, aber untersuche. Ausspähen, okay. Na, komm rein. Okay, hier sind wir richtig. So, kurz ein paar Zombies vernichten. Nicht, dass wir gleich noch Probleme kriegen sollten. Warte mal. Irgendwie muss ich doch das Geschütz da oben verwenden können, oder? Warte mal. Rückwärts fahren. Wir dürfen nicht mehr so viel Schaden abkriegen. So, mal gucken. Ach, auf R1. Okay, und wie kann ich schießen? Was? Wie funktioniert das denn? Nein. Ich muss wissen, wie das funktioniert. Ach, mit L1. Eieiei, hier, verreckt leider. Ta, ta, ta. Ja, okay, den kriege ich nicht, aber die dort hinten noch. Ja, ein bisschen feinfühlig noch nach unten ziehen und auf geht. Wie viel Munition haben wir denn eigentlich? Anscheinend unendlich. So, ich würde sagen, das reicht. Nee, komm. Stirb du mal bitte. So, wir müssen dort. Wir müssen da oben rauf. Okay. Ei, die Sirene ist extrem laut, ne? So, wir sind hier oben. Die Abschottung untersuchen. Das heißt, mit der Kamera, oder was? Ja. Oh. Ach, da. Die Leiche. Okay. Habe ich. So, und jetzt? Kein Bock auf eine Gratis-Defibrillation. Nee, ich habe auch nicht. Was jetzt? Oh. Es explodiert gleich. Aber warum? Na los, komm. Los. Ach, verdammt, das sollte eigentlich ein schönes Bild werden. Ach, das hier muss ich fotografieren, okay. Das sind keine Zombies. Nee, es waren anscheinend Menschen. Ach, mein Beileid. Was bedeutet das, wenn das orange blinkt? Ach, das hier. Überschreiben. Zum Deaktivieren muss das System zurückgesetzt werden. Okay. Auf der Rückseite gibt es ein Bedienfeld. Wenn du Reset drückst, öffnen sich die Außentüren. Aha. Genau das. Die Konsole finden. Für die Rettung von Hammond bekommst du keinen Pulitzerpreis. Aha. Ich weiß, Brad, aber ich schulde ja was, okay? Oh, da wollte ich jetzt eigentlich nicht. Soll die Konsole finden. Die Konsole befindet sich anscheinend da drin, aber wie komme ich denn da hin? Denn anscheinend befindet sich das komplette Ding ja unter Strom. Das heißt, warte mal, ich könnte hier übers Zelt irgendwie. Ich glaube, das müsste doch funktionieren, oder? Hier oben rauf irgendwie? Warte mal. Das heißt... Nee, funktioniert nicht. Wie komme ich denn da rein? Ja, ich glaube, so einfach wird es doch nicht. Es sei denn, ich finde hier ein großes Fahrzeug. Aber die kann ich ja alle nicht bewegen. Oh. So, mal gucken. So, von dort komme ich auch nicht rein. Warte mal. Da muss ich rein. Wie komme ich da rein? Mal überlegen. Nee. Ich weiß echt nicht, wo ich hier reinkommen soll, ne? Also von dort oben höchstwahrscheinlich nicht. Denn wenn man Spiele kennt, dann weiß man ganz genau, dass man von dort erstmal nicht reinkommt. So. Wie komme ich da rein? Mal nachdenken. Die einzige Möglichkeit, die ich hätte, wäre hier oben rauf. Aber dafür brauche ich ein fucking Fahrzeug. So, mal gucken. Ja, hier besteht alles unter Strom. Mal gucken, hier vielleicht irgendwas? Oh, ouch. Das hat weh. So, mal gucken, vielleicht befindet sich hier irgendwas? Könnt ihr mal bitte weggehen, Zombies, Alter, ey. Boah. Nee, hier ist nichts. Also irgendwie... Weiß ich nicht, gefällt mir das nicht. So, das waren auf jeden Fall Menschen. Mal gucken. Ja. Gott, sieht der scheiße aus. Das Ding befindet...
ist nicht unter Strom. Aber wie komme ich hier rein? Was? Nein, echt jetzt? Okay, Leute. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Das ignorieren wir jetzt einfach mal stumpf. Was war das denn, ey? Ah, verdammt. Okay, aktiviert. Das System ist zurück. Beeil dich, sonst sind die Zombies schneller bei Hammond als du. Ja, ja. Verdammt, daran hatte ich nicht gedacht. So, das heißt, ich muss jetzt rein. Was? Nee, 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 nee. Komm, lass mal gut sein. Das Gute ist, dass ich die meisten schon umgebracht habe. Das heißt, so viele können ja gar nicht mehr hier rein. So, damit keine Zombies zu Hammond kommen. Was? Wer ist das denn? Okay, dann würde ich einfach mal sagen, schieß dich mal mit drauf, ne? Du dumme Tussi, Alter. So. Ey. Was? Eieiei. Kümmer mich um sie. Komm, aufheben. Brad, hier drin sind eine Menge Zombies. Na. Verstehe. Es gibt dort drei Türen. Nein, 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 nein. So, wo waren wir stehen geblieben? Dich zu töten, genau. Was? Mit dem Beil einfach durchgeschnitten. Jo. Gefällt mir. Oh, Chemikalien. Kann ich damit auch was ausrichten? Was? Geht nicht? Oh, wer schreit denn hier? Nee, nee, komm. Lass mal gut sein, lass mal gut sein. Ich muss hier rein. Nein, 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 nein. Fuck, wo muss ich denn lang? Sie ist hier irgendwo. Ach so. Tisch. Ach so. Das heißt, es kommen so viele Zombies, bis ich hier die ganze Scheiße verschlossen habe. Ah, super, hätte ich das noch vorher gewusst. Leute, bitte macht mal Platz. Ich muss die Tür schließen, danke. So, ihr müsst sterben. Aber hier so ein Beil ist eigentlich recht in Ordnung, ne? Man schlägt sehr, sehr schnell zu. Die Zombies sterben sehr, sehr schnell. Das nur innerhalb ein paar Schläge. Die Türen sind immer noch offen. Schließ sie schnell. Ja, 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 ja. Stimmt, eins ist ja noch offen. So, wo ist es denn? Oben. Ich muss nach oben. Ja, Shuttle Door. Oder, nee, unten. Ich muss gleich nach unten. So war das. So. Zack. Naja, die Tür wird jetzt verschlossen. Tschüss. Dann wollen wir den Schlamassel mal aufräumen. Ja, das heißt, ich muss jetzt alle Zombies töten. So, hier kommt die Waffe kann weg, damit ich gleich eine neue aufheben kann. Ist zwar nur eine Pistole, aber warum nicht? Kann ich damit was machen? Ah, komm mal kombinieren. Oh, was ist das denn? Eigenbaugranate. Okay, naja, wenigstens etwas, ne? Beil nehmen wir mit. Ja, das auf jeden Fall. Ich muss zu Hammond. Ja, das machen wir ja noch. Die Granaten müssen wir aber einsammeln. So, das heißt, da oben ist ein Vorschlaghammer, das heißt, ich kann wieder so einen Explosionshammer bauen. Ja, müssen wir mitnehmen. Ich glaube, das lag hier links drin, genau. Nee, nee, komm. Ihr müsst bitte alle sterben, ja? Damit das hier mit meiner Hauptquest weitergehen kann. So, guck mal, Leute, hier. Zack, und es wird gebaut. Ja, das ging doch rucki-zucki hier. Oh. Was ist das denn? Sicherheitsschlüssel? Nice, Molotov-Cocktail. Nice! Ja. Okay, die Waffen gehen. So. Lucia nehmen wir aber jetzt wieder. So, hier muss sie. Ach, da sind sie. Unterschlupf am Arsch! Ey, Connor! Die Todesfalle trifft schon eher. Wie geht's? Wie steht's? Unterschlupf. Jo, lass mal ein bisschen ich quatschen. Ich hätte mir vorhin fast in die Hose gemacht. Ja. Ich hoffe nur, dass es Hammond gut geht. Was? Sie ist gar nicht hier. Oh. Toms Leute haben sie und Jordan in ihrer Gewalt. Wir wollten hinterher, aber diese Hillbillies haben alles abgeriegelt. Tom hält sie wahrscheinlich auf der Farm fest. Ich kümmere mich drum. Lass das Funkgerät an. Ich melde mich bald wieder. Danke, Mann. Gut, dich an unserer Seite zu wissen. Jo, nicht dafür, ne? Also dafür bin ich hier da, ne? So. Wir müssen jetzt zu Toms Farm gehen. Also auf jeden Fall nicht gehen,
sondern wir werden fahren. Das ist schon mal sicher. So sicher wie das Amen in der Kirche. Oh. Junge, Junge, da habe ich fast die... Hallo. So, ich brauche ein Fahrzeug. Oh, da vorne ist ein Polizeifahrzeug. Meins. Ich hoffe, ich kann es benutzen. Jo. Alter, schießt das Fahrzeug nicht ab. So, aber wo müssen wir hin? Ach, hier gleich um Ecke. Vorsicht. Ich habe einen Einsatz. Was? Wo befinden sich diese? Okay, ich würde sagen, wir gehen da mal hin. Töten die mit. Nein, 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 nein. Leute, Leute, ich muss die Bösewichte zerstören. Vernichten. Irre in der Nähe. Was? Ich frage mich, was da los ist. Wo bin ich denn gerade gegen gefahren? Ja, ich... Ja, ja, ich pass schon auf. Pass schon auf. Wo bin ich denn gerade gegen gefahren? Dass ich da gerade aus meinem schönes Fahrzeug... Oh. Okay, hier sind anscheinend richtig... WTF. Oh, fuck. Okay. Handy? Handy? Wo ist das Handy? Ja, ja, ich töte dich gleich. Wo bist du denn? Sein Blutdurst. Sie leben noch immer. Komm da jetzt. Er macht Willamettes Ende noch schlimmer. So, schönes Foto. Wow. Nein, los, komm. Überhaupt nicht täuschig. Ach, verdammt, so weit die Schaden abkriege, geht das. Was? Wow. Alter, sehen die scheiße aus. Jo, brennt mal ein bisschen. Eieiei. Ich weiß nicht, wo das Handy ist. Hier, nochmal ein bisschen. Komm, ihr. Ihr findet doch Feuer echt extrem lustig, oder? Dann hier, frisst man davon etwas. Wo kommen denn die Sprüche die ganze Zeit her? Das hört sich so an, als wäre der Typ gar nicht hier in der Nähe. Alter! Echt jetzt? Na, wie gefällt dir das, wenn ich das machen sollte? Guck mal, ich habe sogar bessere Waffen. Puh, die Fresse, Alter. Wie, das waren noch nicht alle? Oh, mit Kettensägen. Kein Problem. So wie man das normalerweise aus jedem Horrorfilm kennt. Oh. Nee, das gefällt mir nicht. Die können mir eindeutig zu viel einstecken. Eieiei, diese Psychos. Nee, ich hab gleich nichts mehr. Ich hab... Ja, Junge, der saß. Ja, nice. Alter, sind das Kinder oder? Der König, der irgendwas. Ja, ja. Nee, 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 nee. Ich wollte schon die Kettensäge. So, aber jetzt mal gucken, kann ich kombinieren? Kann ich? Ah, ich kann nichts kombinieren. Kann ich hier was kombinieren? Nee. Aber ich würde sagen. Oh, das ist unser Boss auf jeden Fall. So, davon hat er gut was abbekommen. Komm, gleich nochmal. Eieiei, was war das denn? Alter, jetzt schießt er auch noch mit Kürbissen um sich, oder was? Und teleportieren kann er sich natürlich auch. Alter, ernsthaft jetzt? Nee, ey, komm, der gibt mir gleich... Nee, komm. Was ist mit dem? Okay, dann bleib halt stehen, ist in Ordnung. Brandstifter. Mitnehmen. Boah, hier, warte mal. Zack, ei. Oh. What the fuck? Guckt euch die Sichel an. Nice. So, aber hier oben befindet sich irgendwo ein Handy. Ich glaube, das war hier oben. Ja, nein, du sollst da nicht runter. Du sollst da hoch. Du sollst da hoch. Jetzt kannst Frank! Konzentriere dich. Was ist los? Der hat sich gerade gar nicht mehr bewegt, Leute. Ah, guck mal, jetzt hat er... Und guck mal, Graffiti haben wir auch gleich gefunden. Wo ist mein Notizbuch? Richtig. Öffnen. Harpunkanone. So, Handy haben wir auch so mitgefunden. So. Neidlich, jetzt kann man mich wieder richtig verstehen. Sehr schön. So, wir brauchen ein geiles Fahrzeug. Jupp.
Da gehen wir rein. Und jetzt wieder auf zur Hauptmission. Gib Kette. Junge, Junge. Ja. Wie kann ich denn das Hinterteil aktivieren? Geht das? Ah, nee, anscheinend nicht. Schade. Schade, ey. Naja, ist ja hier gleich um die Ecke. Das ist das Gute. So, hier müssen wir rein. So, Blake. Vorsicht. Jupp, danke. Ich hab gedacht, du wolltest das Tor für mich öffnen, aber nein. Was? Was habe ich gemacht? Ach, das sind jetzt alles Feinde geworden, oder was? Jo, also hätte ich das vorher gewusst, wäre das jetzt gerade alles anders gelaufen. Und zwar überfahre ich euch jetzt alle. Tschüss. Nee, mein Fräulein, das mache ich jetzt. Es ist einfach. Ah, fahren wir ein bisschen rum, ne? Guck mal, hallo. Tut mir leid. Aussteigen! Uah, wir haben es geschafft. Wir haben sie überfahren. Guck mal, willst du mal meine Waffe sehen, Fräulein? Ich bin der Tod. Tja, mit deinem Messer willst du ankommen. Guck mal hier. Boah, die Harpune ist nice. Tja, zwei Schüsse und tot. So, keine Ahnung, wer du bist, aber du wirst jetzt auch verrecken. Nee? Na komm, ich triff doch. Ja. Wollte schon sagen. Ich hab doch getroffen. So, Energie nehmen. Und es geht weiter. Wie viele sind das denn? Okay, ich werde jetzt hier erstmal nur noch Nahkampf benutzen. Hier werde ich anscheinend viele Waffen finden. Scheiße, brauche Kugeln. Ja, dann komm zu mir. Hier. Da war doch jemand drin. Ich hoffe, der ist da noch. So, als erstes... Geh mal hier rein. Ich werde sie retten. Ach, guck mal. Ja. Tut mir leid, dein Arsch war im Weg. So, der ist auch hinüber. So, sonst noch irgendwas hier? Nee. Ah, gerade was gesehen. Eine Kiste. Da haben wir ja vorhin auch eine gute Waffe gefunden, aber das ist wiederum nicht so gut. Jukebox. Hey, bisschen Musik am Machen. So, wir brauchen eine gute Waffe. So, wo muss ich hin? Da nicht. Frank, genau, geh mal weiter. Ich höre schon wieder ein Handy. Hammond, sind Sie hier? Ah, bestimmt nicht, ist bestimmt in der Scheune. Handy? Da! Also, ich müsste eigentlich bald alle gefunden haben. Okay, das ist schon wieder... Sag mal, was machst du denn da hinter dem Bett? Das tut mir leid. Tut mir leid. Oh, eine Armbrust. Hey. Das allererste Mal, dass ich eine Armbrust habe. Ach, guck mal, hier ist auch schon wieder ein Mobiltelefon. So. Aber irgendwie... Du hast doch gerade mit der Armbrust geschossen. Oder machst du es noch immer? Also ich weiß nicht, hier ist irgendwie niemand. Es sei denn, ich war noch nicht überall. Doch, hier war ich schon. So, hier ist auch nichts. Zumindest nichts Wichtiges. Nee. So, hier war ich auch. Noch nicht, aber jetzt. Ja, leider schon. Was? Nein. Was? Boah, ich lasse doch nicht meine Sense liegen für so eine scheiß Tastatur. Ach, guck mal, hier ist noch ein Handy. So, ich würde sagen, das reicht. Hier ist Hammond definitiv nicht. Das heißt, sie muss vielleicht dort sein. Oder? Hammond? Ich glaube, sie ist sie auch nicht. Bereit zum Sterben? Das Gebäude ist immer noch. Gabe, warum? Was habe ich übersehen? So,
Hier war ich drin. Ich, oh, hallo. Hier ist eine Ladung Blei für dich. Guck mal, das ist auch schon wieder ein Mobiltelefon. Oh. Nee, lass mal lieber. Ihr werdet eh nur alle verrecken. Ja, genau so wie bei The Walking Dead. Wie Daryl. Tja, ich bin halt so gut wieder am Bus. Was wollt ihr? So, aber trotzdem, was soll ich hier? Hier ist doch nichts mehr. So, ich habe hier unten alles abgesucht. Na? So, die Treppe ist ja hier vorn. Genau. So, mal gucken. Das erste Zimmer. So, waren wir hier. Ist hier draußen irgendwas? Was passiert denn da drin, Alter? Die Junge sind ja richtig am Fighten. So, haben wir hier. Ja, ich habe gleich was ganz anderes für dich. Da war ich noch nicht dran. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Ach, hallo. Wo kommt der denn her? Wo kommen die denn her? Sag mal. Hier war ich noch nicht drin. Oh, ich habe mein Schwert. Ich habe wieder ein Schwert gefunden. Ist das Musik? Das kommt aus Katana. Noch besser. Schrank? Das ist, Alter, was ist das denn für creepy Musik? Das hört sich zumindest ein bisschen komisch an. Jäger mit so Aufsätzen sieht doch nice aus. Wieder ein Mobiltelefon gefunden. Oh. Ja komm, das interessiert mich nicht. Oh, die Jägerjacke auch, haben wir auch gefunden. Jetzt fehlt nur noch die Jägerhose. Ach, die Stiefel. Nice. Okay. Ich versuche das Feuer auszupusten und sie zerfällt zu Asche. Das ist ja nicht so schön. So, aber trotzdem fehlt hier was. Nach Hammond suchen. Habe ich doch gerade gemacht. Jetzt mal ohne Witz. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Da war ich. Da ist ein Fahrzeug. Komm, das durchsuchen wir jetzt nochmal. So, das habe ich jetzt... Ach! Alter, zum Glück, dass ich das gemacht habe. Wäre ich niemals drauf gekommen. Aha, ein Geheimgang. Moment. Ei. Was zur Hölle? Zum Glück. Ein Geheimgang? Echt? Keine Hammond. Nee. Aber vielleicht ein Hinweis, wo sie sie hingebracht haben. Mal gucken. Alter, mach die Jukebox aus, ey. Ich hoffe, die ist jetzt aus. Alter, was ist das? Was ist das denn jetzt für eine Maske? Was zur? Das habe ich doch schon mal gesehen. Haben diese Plündererspinner getragen. Ah, Pharma-Schlüssel. Nice. Ich wette, damit komme ich auf dem Gelände überall rein. Ja. Was ist das jetzt? Kylie Hammond wegen Hochverrat zum Tode verurteilt. Heilige Scheiße! Wo denn? Wo ist hier? Wo ist hier was? Ei, die Musik ist gerade irgendwie ein bisschen komisch. Wo denn? So, hier. Ach, das hier. Was ist das? Das Wahnsinns fette Beute. Ach, das ist ein schönes Bild. Okay, ja, okay, schön, ne? So. Ja, hör auf zu singen. Denn ich brauche hier irgendwie ein paar Informationen. So, hier muss es doch sein. Nein. Hm. Auf dem Boden nichts. Hier befindet sich auch nichts. So. Guck mal hier. Hier muss doch irgendwo etwas sein. Die wollen mich doch verarschen, ey. Jetzt mal ohne Witz. Nein, ich will das nicht erbrechen. Ich brauche nur das letzte Stück, Alter.
So, soll ich jetzt ein Foto von mir selbst machen oder was? Oh Gott, wie ich das hasse. Also manche Sachen sind hier extrem beschissen gemacht. Was soll ich denn jetzt so abfotografieren, ne? So, wie keine Brieftaube. Okay. Wieso auch nicht, ne? Ey, und diese Musik, wo kommt die her, Alter? Ich will die ausmachen. Nee, irgendwie. Muskate, muss ich die jetzt aufnehmen? Ein Erinnerungsfoto vielleicht? Na los, komm, was kann ich denn hier entbehren? Revolver. So, aber trotzdem muss ich hier etwas abfotografieren, aber was? Was denn? Was habe ich... Na, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt mal ohne Witz. Ach so, ja. Naja, take the mask, boys, and meet me at Kippex. Okay, wir haben das letzte Stück gefunden. Maskierten Jungs und triff mich bei Kippex. Maskierte Jungs? Nee, Katamasche. Das nenne ich einen skrupellosen Milchbauern. Ja. Red, Tom wird Hammond hinrichten. Er bringt sie zur Kippex Zementfabrik in North Peak. Bist du da in der Nähe? Ich würde es nicht schaffen, Frank. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass die Zivilisten vom ZVK evakuiert werden. Verdammt, dann bin ich allein. Heute bist du eben Frank West, richtig, der Held von Willamette. Ja, ein Scheißheld in einer Scheißkleinstadt. Ja, Leute, wir haben auf jeden Fall den nächsten Kontrollpunkt erreicht und ich würde sagen, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, ein Abo da oder einen Kommentar, wie ihr wollt. Dann würde ich einfach mal sagen, schaltet das nächste Mal nochmal rein bei Dead Rising 4. Bye bye, guys.